Herzlich willkommen beim Wohlfühlkanal von 70Surf. Im heutigen Video geht es mal um den Themenbereich der Ernährung. Ihr wisst ja aus dem Einführungsvideo oder auch diejenigen, die uns schon länger kennen und folgen, dass wir diese vier großen Überschriften haben für unser Gesamtkonzept. Das ist eben einmal das Thema Ernährung, das Umfeld, die Bewegung und natürlich der Schlaf, ganz, ganz wichtig. Und ja, wie ist immer unsere Empfehlung, wann sollte man sich damit beschäftigen? In 10 oder 20 Jahren, wenn man in Rente geht, irgendwann, morgen, heute oder jetzt? Natürlich immer jetzt. Und deswegen auch herzlichen Glückwunsch, dass du dich jetzt dafür entschieden hast, dir dieses Video anzuschauen und dich heute mal sozusagen auf Entdeckungsreise beim Thema Ernährung zu bewegen. Ja, Ernährung. Wichtig natürlich, gesunde und ausgewogene Ernährung. Ne? Das ist ja immer das Zauberwort. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Schauen wir mal oder werfen wir zuerst einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Also der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährung war ja bereits in der Antike bekannt. Also nicht nur jetzt bei den Griechen, auch in asiatischen Räumen, in China zum Beispiel, oder sogar schon im ersten Jahrtausend vor Christus, sich mit diesem Thema Wirkstoffen aus Kräutern und Pflanzen beschäftigt. Auch in Rom hat man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die Gladiatoren in Rom haben ein spezielles Ernährungsprogramm gehabt, das also wirklich extra darauf ausgelegt war, dass sozusagen die Regeneration und die Wundheilung also unterstützt wird. Ja, klar, so ein Gladiator war ein Investitionsgut. Er musste natürlich in der Arena kämpfen, damit da der Rubel oder die Sesterze gerollt ist. Und wenn der da irgendwo verletzt in der Gegend rumgelegen ist und versorgt werden musste, hat das natürlich auch damals schon Geld gekostet und das wollten die Leute nicht. Also haben wir den Gladiatoren Dinge zu essen gegeben, die sie halt schneller wieder fit gemacht haben. Ja. Und wie gesagt, wir sprechen ja über die Antike. Das heißt, man kann jetzt ausschließen, dass die damals mit irgendwelchen synthetischen Mitteln gearbeitet haben. Ja, da ging es also offensichtlich um natürlich vorkommende Ressourcen. Ja, auch der Hippokrates von Kos hat sich also sehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Also er hat das auch verwendet, um Krankheiten zu behandeln. Das Thema Ernährungsmedizin gibt es heute noch. Es war leider vor allem in Deutschland nicht so weit verbreitet. Also da muss man wirklich ganz detailliert suchen, dass man einen guten Ernährungsmediziner findet. Aber die gibt's und die leisten hervorragende Arbeit. Jedenfalls der Hippokrates von Kos hat also dieses herrliche Zitat geprägt: Deine Nahrung soll deine Medizin sein. Deine Medizin soll deine Nahrung sein. Das ist also jetzt nichts Neuzeitliches, dass man sich da mit Ernährung beschäftigt, sondern das weiß der Mensch schon ein paar tausend Jahre. Jetzt werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf den wissenschaftlichen Aspekt hinter dem Ganzen. Also das heißt, dass man rein wissenschaftlich betrachtet, versteht man unter Ernährung, also die Aufnahme von Nährstoffen in Form von Nahrung. Das ist jetzt keine große Überraschung. Warum braucht man das? Klar, mit Hilfe dieser Stoffe wird die Körpersubstanz aufgebaut und erneuert und der für alle Lebensvorgänge notwendige Energiebedarf gedeckt. Also das ist ganz wichtig im Zusammenhang. Da geht es um Energie. Schauen wir mal kurz diese Nährstoffe, von denen da ständig die Rede ist. Was ist das eigentlich? Ja. Nährstoffe sind also chemische Elemente und Verbindungen in der Nahrung, ja, die für den Ablauf sämtlicher Körperfunktionen einschließlich der Fortpflanzung und des Wachstums benötigt werden. So, was gibt es für Nährstoffe? Also da haben wir einmal die sogenannten Makronährstoffe, das sind also die energieliefernden Nährstoffe. Das sind Fette, verwertbare Kohlenhydrate, Proteine, also Eiweiße auch und natürlich auch bedingt Alkohol und sogar Zucker. Einmal ist natürlich immer da in, wie soll man sagen, mit Bedacht einfach genießen sollte. Und dann gibt es den zweiten großen Bereich, das sind die sogenannten nicht energieliefernden Nährstoffe. Und da fallen jetzt die Mikronährstoffe drunter, sprich Mineralien, Spurenelemente, Vitamine,
aber auch sogenannte unverdauliche, nicht verwertbare Nahrungsfasern, also die sogenannten Ballaststoffe. Dann ganz wichtiges Thema, sekundäre Pflanzenstoffe und Wasser. Ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt fehlt natürlich einiges auf schon an dieser ersten kleinen Übersicht. Das heißt, wenn man jetzt nochmal kurz zurückgeht in die Antike und sagt, ja, also deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung, oder auch im Mittelalter, wenn man in der Regenem Sanitatis bestimmte Verhaltensregeln für Ernährung und Schlaf definiert hatte damals. Das heißt also, dass man durchaus jetzt feststellen kann, dass also Gesundheit in der Antike ganz stark von der Ernährung abhängig war, beziehungsweise, also gut, das ist eigentlich heute noch so, aber andersrum, Ernährung war dort ein wesentlicher Bestandteil für Gesundheit. Ja. Und wenn man jetzt schaut, wie ist es heute, und man dann feststellen muss, dass leider Ernährung schon einer der Hauptgründe für Krankheiten ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, kann das sein, dass sich da irgendwas verändert hat? Und die Antwort ist eigentlich relativ klar und einfach. Nur die Frage stellt halt oft keiner in dem Zusammenhang. Ne? Und wenn wir uns jetzt diese Liste anschauen, diese energieliefernden Nährstoffe und die nicht energieliefernden Nährstoffe, dann stellen wir also fest, ja, das ist eigentlich das alles, was da in der Antike auch schon in der Nahrung drin war. Aber was wir natürlich auf der Liste nicht finden werden, das sind Dinge wie Konservierungsstoffe, Füllmittel, Trennmittel, Geschmacksverstärker, irgendwelche Leitprodukte, Zucker- und Fettersatzgeschichten. Also das ganze Zeug, was halt heute ein Großteil unserer Nahrung irgendwie ausmacht, was halt in unserer Nahrung einfach drin ist, weil wir können es leider nicht verhindern. Das ist ja schon in das Kaufen einfach drin. Ja. Da kann man dann auch nicht mehr sagen, ja, das will ich oder das will ich nicht. Ja. Entweder man kauft es mit oder man lässt es bleiben. Das heißt aber, dass da wohl ein Zusammenhang besteht. Ja. Und unter Umständen vielleicht auch darin der Schlüssel liegt, zu dem ganzen Thema Gesundheit und Wohlbefinden, beziehungsweise im Zusammenhang jetzt mit Ernährung. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage immer für mich, wenn ich sage, ja, ich möchte mich irgendwie gesund und ausgewogen ernähren, wie kann ich denn das dann überhaupt erstmal vermeiden? Ja? Dass ich mich da trotzdem dann trotz meines Wunsches eigentlich falsch ernähre, weil ich vielleicht zwar den Wunsch habe, aber unter Umständen gar nicht so genau weiß, worauf ich achten muss und deswegen unbewusst da halt Dinge tue, die jetzt eigentlich meinem Ziel da nicht dienlich sind, sondern eigentlich das Gegenteil bewirken. Ne? Das heißt also, als erstes einmal muss ich mal meine persönlichen aktuellen Lebensumstände berücksichtigen. Also das heißt natürlich, schwangere Frauen haben ganz andere Bedarfe an näheren Vitalstoffen wie nicht schwangere Frauen. Ja, dann Menschen, die Schichtarbeit verrichten, natürlich ganz anders als Menschen, die, keine Ahnung, im Büro sitzen, oder auch wenn die zum Beispiel den ganzen Tag schwer körperlich arbeiten, oder auch wenn sie im Freien arbeiten, ist die Situation ganz anders wie für jemanden, der vielleicht in einem Ladengeschäft arbeitet oder an einem Schalter sitzt oder an der Kasse. Dann natürlich ganz klar Kinder und Jugendliche und natürlich andere Bedarfe wie Personen, die jetzt zum Beispiel schon über 50 sind. Ne? Das sind auch alles so Dinge, die je nach, was soll man sagen, Situation und Ausprägung geringeren bis ganz massiven Einfluss haben, die da eigentlich berücksichtigt werden müssten, wenn man es wirklich ernst meint. Dann, ganz wichtiges Thema natürlich, die Energiezufuhr sollte natürlich auch an den Energieverbrauch angepasst sein. Also da ein bisschen auch durchaus aufpassen, langkettige, kurzkettige Kohlenhydrate, wann brauche ich was oder wann macht denn was überhaupt Sinn? Oder wann tue ich mir da eigentlich keinen Gefallen? Dann, ganz wichtiges Thema, die Beschaffenheit des Darmmilieus. Also gut, da muss man natürlich, das geht jetzt nicht von alleine, da braucht man eine ärztliche Untersuchung. Aber es gibt von Natur aus so drei verschiedene Darmmilieus beim Menschen. Ja? Und da muss man halt schauen, sozusagen, was da für einen persönlich am besten geeignet ist. Ja? Oder wie es tatsächlich dann auch für mich
am besten ist, dass ich mich ernähre, ne? Oder ob ich da irgendwelchen Pauschalratschlägen aus der Werbung folge, ne? Dann ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch Schad- und Giftstoffe reduzieren. Ja? Also mehr von dem, was der Körper braucht, weniger von dem, was er nicht braucht. Ich habe es ja angesprochen bei dem Vergleich zwischen den Nährstoffen, die also bereits in der Antike da in der Nahrung waren, und diesen ganzen Dingen, die halt heute in vielen Nahrungs- und Genussmitteln drinnen sind, die aber der Mensch überhaupt nicht braucht und die eigentlich auch gar nichts im menschlichen Körper verloren haben. Die sind halt jetzt da drin. Da kann man schon ein bisschen darauf achten und das unter Umständen da eben ein bisschen beeinflussen, dass man dem Körper da halt weniger von dem zur Verfügung stellt, was er gar nicht braucht. Dann, ganz wichtiges Thema, ja, man sieht das ja auch, wenn sozusagen wieder alle paar Monate irgend so ein neues Tierchen da durchs Dorf getrieben wird, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Also diese ganzen Ernährungsmythen und Falschinformationen, ne? Nicht jeder Hype, ja, und Marketing-Coup macht wirklich Sinn. Ja. Man kann mal was probieren, klar, das ist alles auch lustig und der eine ist experimentierfreudiger, der andere nicht, dem einen schmeckt es vielleicht sogar gar nicht. Aber nur etwas jetzt sozusagen zu konsumieren, weil jemand auf die Idee gekommen ist, das wäre jetzt gut, ist halt immer die große Frage. Ja. Also für mich persönlich, ich sage das mal ganz provokant, ja. Für mich persönlich ist bei der Ernährung wesentlich entscheidender, ja, ob das jetzt für mich gut ist, als ob irgendjemand behauptet, es wäre fürs Klima gut. Ja. Dann natürlich mindestens genauso wichtig, wie was dem Körper zugeführt wird, ist es natürlich auch, in welcher Form wird es dem Körper zugeführt. Ja. Also stimmt überhaupt die Kombination? Macht es Sinn, unter Umständen das irgendwie in Form von irgendwelchen Pillen oder irgendwas zu sich zu nehmen, oder gibt es da andere Möglichkeiten, die vielleicht besser geeignet werden? Dann natürlich das große Problem, wenn ich mich falsch ernähre, dann hat das irgendwelche Folgen. Das heißt, wie kann ich denn selber vielleicht beurteilen, ob die Ernährung, die ich sozusagen pflege, halt wirklich so gut ist oder ob das unter Umständen Probleme verursacht. Das heißt, wir haben natürlich kurzfristige Symptome, die von einem entsprechenden Nährstoffmangel kommen können. Und das sind eben diese, ja, ich sage es mal, klassischen Alltagsdinge, ja, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, Unruhe, Nervosität, ja, Probleme mit Haut, Haaren, Nägeln, Schlaflosigkeit, Herzrhythmusstörungen, Reizbarkeit, Vergesslichkeit, gereizte Schleimhäute, auch Lichtempfindlichkeit übrigens, brennende Füße, Zahnfleisch und Nasenbluten und natürlich klar Verdauungsstörungen, Muskelkrämpfe oder auch ein schwaches Immunsystem. Ja. Da ist es jetzt tatsächlich so, da fallen viele, viele Dinge mit rein. Also ich denke, wenn man sich so die ersten zwei Zeilen dieser Auflistung anschaut, oftmals wird versucht, sage ich jetzt mal, da einem einzureden, ja, das sind psychische Probleme und überhaupt, und das hängt mit dem Stress zusammen und so weiter. Ja, also mit dem Stress kann es tatsächlich zusammenhängen, das ist richtig. Aber der Körper kann natürlich mit Stress auch wesentlich besser umgehen, wenn er die richtigen Nährstoffe da zur Verfügung hat, ja, die er eben braucht, um diese Folgen da abzumildern. Also das heißt, es muss nicht alles ein psychisches Problem sein. Ja. Manche Dinge sind tatsächlich ganz, ganz einfach mit der richtigen Kombination und Menge von Vitaminen zu klären. Ne? Und schwuppdiwupp sind die psychischen Probleme wieder weg. Ja, und dann haben wir natürlich die weitaus problematischeren Folgen. Und das sind halt die langfristigen, beziehungsweise eben die Spätfolgen, ne? Die man dann aber oftmals eben gar nicht mehr verhindern oder rückgängig machen kann, weil das halt einfach eine Reaktion auf 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahre schlechte oder falsche Ernährung ist. Und das sind halt dann eben viele Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, ja, auch verschiedene Krebsarten, Osteoporose, Alzheimer, Parkinson, grauer Star, ja, auch Diabetes Typ 2, ich meine, das kommt inzwischen auch immer häufiger schon bei jüngeren Menschen vor, Unverträglichkeiten, Allergien und auch schlechte Wundheilung und vieles, vieles mehr. Auch da ist es so, da wird das dann oft so, ja, die ganzen Volkskrankheiten und ja, die sind halt Alterserscheinungen, leider kann man nichts dagegen machen. Ja, das ist halb richtig. Ja. In dem Moment, wo es dann
in einem bestimmten Alter auftritt, ist es tatsächlich so, da kann man dann vielleicht nichts mehr dagegen machen. Aber die Frage ist, ist es wirklich eine Alterserscheinung? Oder ist das halt nicht einfach eine Konsequenz daraus, dass wenn halt der Körper sozusagen jetzt 20 oder 30 Jahre lang da schlechter ernährt wird, dass ich irgendwann nicht mehr dagegen wehren kann, gegen die Folgen, und deswegen halt das erst dann ab einem bestimmten Alter zutage tritt. Ja? Andererseits, wenn sich ein Mensch halt richtig ernährt, oder auch in 20 oder 30 Jahren dieses Problem der Alterserscheinung nicht haben. Also das ist immer die Frage, was verursacht das eigentlich wirklich. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, welche Rolle spielt bei diesem ganzen Thema eigentlich unser Darm? Also 80% unseres Wohlbefindens, sagt man, hängen vom Darm ab, weil da ganz, ganz viel passiert. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, was da im Detail passiert. Das heißt, wenn wir irgendwas aufnehmen, nehmen wir also Dinge zu uns, die wir brauchen und die uns gut tun. Das sind jetzt mal hier die grünen Plusse. Und wir nehmen aber leider eben auch sehr, sehr viele Dinge auf, die wir nicht brauchen und die uns überhaupt nicht gut tun oder die uns tatsächlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes schaden. Das sind hier diese roten Minusse. Das heißt, die wandern dann eben durch den Mund in den Darm, ja, und den Darm, den nehmen wir jetzt immer ein bisschen unter die Lupe, da schauen wir mal rein, weil jetzt, wenn die ganzen Plusse und Minusse da im Darm angelangt sind und der Darm richtig funktioniert, ja, der seine Aufgabe da gut wahrnehmen kann, dann funktioniert der auch so ein bisschen als Filter. Das heißt, der tut mal die ganzen roten Minusse rausfiltern da aus dem Nahrungsbrei und sorgt dafür, dass die den Körper wieder verlassen. Und die Plusse, ja, also die guten Sachen, die werden dann über die Blutbahn an unsere Zellen transportiert. Und wenn das funktioniert, dann ist es super, weil dann geht es uns gut, dann fühlen wir uns wohl, sind wir fit und leistungsfähig und alles ist gut, haben auch einfach ja, schöne Haut, schöne Haare, schöne Nägel. Also da ist alles so, wie es sein soll. Ja. Und es läuft. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn sozusagen der Darm jetzt seine Funktion nicht richtig ausüben kann, ja, oder vielleicht zu wenig Minusse da sind oder viel zu viele, wenn zu wenige Plusse da sind, natürlich, Entschuldigung, wenn zu wenige Plusse da sind oder viel zu viele Minusse, dann kann das Schwierigkeiten geben. Ja, welche Gründe gibt es, dass der Darm seine Funktion nicht richtig ausüben kann? Naja, von Natur aus haben wir 35 Biotika in unserem Darm. Und so Dinge wie Antibiotika oder auch Glyphosat, ja, können also bis zu 30 dieser natürlichen Biotika da zerstören. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn von Natur aus 35 vorgesehen sind, nur noch 5 da sind, kann dann der Darm seine Funktion richtig ausüben? Ja, genau, vermutlich eher nicht. Und das kann also tatsächlich zu einem Problem führen. Ja, und das andere ist klar, ich meine, wenn zu wenige Plusse da sind oder zu viele Minusse, genau. Aber was passiert dann? Das heißt, wenn die Minusse da in die Blutbahn und die Zelle kommen, dann wird es echt unangenehm, weil dann ist es vorbei hier mit fühlen wir uns gut und alles passt, dann geht's los. Also dann, wie gesagt, geht es von diesen kurzfristigen Symptomen, dass wir uns schlecht fühlen, ja, schlechte Haut, schlechte Haare, schlechte Nägel und so weiter, ja, Kopfweh, diese ganzen klassischen Dinge, bis hin dann eben zu den langfristigen Spätfolgen, ja, die wirklich schwerwiegende Krankheiten darstellen und massiven, ja, wie soll man sagen, Einschnitt in unsere Lebensqualität einfach. Und das will eigentlich keiner. Ja, wenn man es weiß, kann man sich relativ einfach dagegen schützen. Wenn man es halt nicht weiß, ja, ist es schwierig, ist man dem Ganzen so ein bisschen schutzlos ausgeliefert. Aber dafür gibt es die Videos, kann sich jeder informieren. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, was sollte ich denn jetzt tun oder was muss ich denn tun, damit das da alles funktioniert? Also zunächst mal ist es mir ganz wichtig, dass der Körper über genügend Mikronährstoffe verfügt und auch nicht energieliefernde Nährstoffe, damit eben die ganze Verstoffwechslung von den Energielieferanten richtig funktionieren kann. Das heißt, wir brauchen da entsprechende Vitamine, wir brauchen Ballaststoffe und Probiotika, damit überhaupt der Darm da mal die ganze Funktion richtig ausüben kann. Dann ist der zweite wichtige Punkt Energie, ja, eben damit der Stoffwechsel richtig funktioniert. Auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass eben durch das Blut genügend Plusse und vor allen Dingen halt auch genügend Sauerstoff
an die stoffwechselaktiven Zellen transportiert wird, die sogenannten Mitochondrien, die Zellenkraftwerke, die müssen arbeiten, die müssen diese Nähren Vitalstoffe da verarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes verbrennen, und dazu brauchen die Sauerstoff. Das ist eben ganz wichtig. Ja, wenn es nicht funktioniert, ist es echt unangenehm, beziehungsweise wird es langfristig unangenehm, weil zunächst kann der Körper das ganz gut ab. Ne? Er stellt dann von alleine auf den sogenannten Glukosestoffwechsel um, also das heißt, wenn zu wenig Sauerstoff oder zu wenig Nährstoffe vorhanden sind, stellt der Körper um auf den Glukosestoffwechsel. Das reicht aus, um genügend Energie zu produzieren. Was da schlecht ist, dass wir davon nichts merken und dass eben das dazu führt, wenn das ein Dauerzustand wird, dass stoffwechselaktive Zellen, also Mitochondrien, absterben, es zur vermehrten Bildung von Bindegewebszellen kommt und das eben dann in der langfristigen Folge zu einem tatsächlich degenerativen Zellwachstum kommt, was dann auch das Immunsystem angreift und wiederum eben entsprechenden Krankheiten da Vorschub leistet und Krankheitsbildung eben unterstützt. Und der dritte wichtige Punkt, damit da dieses ganze System sozusagen wo aufrechterhalten werden kann und richtig funktioniert, ist eben die Regeneration. Ne? Also auch die Zellen müssen regenerieren. Ne? Das tun sie natürlich auch wieder ein bisschen jetzt zusammen mit dem Thema Schlaf. Ne? Da haben wir ein separates Video dazu. Hier sei jetzt wirklich auf dieses Thema Zellregeneration eingegangen. Da geht es darum, dass der Säurebasenhaushalt wiederhergestellt wird. Das heißt, wenn der Körper den ganzen Tag nur Energie produziert, wenn die Zellkraftwerke brennen, wenn es da richtig abgeht, vielleicht auch noch Sport machen oder irgendwie hart arbeiten, dann muss man sich das vorstellen, wie bei so einem Ofen, wenn da das Feuer da drin brennt, dann entsteht halt Asche. Und die muss ich halt irgendwann von Zeit zu Zeit mal rausräumen, weil wenn ich die ständig drin lasse, wird halt irgendwann der Ofen nicht mehr so effektiv sein, ne? Weil halt da einfach da nicht mehr genügend Luft durchkommt dann das Feuer, dass das richtig brennt. So bildlich betrachtet kann man sich das eben auch bei diesen Zellkraftwerken vorstellen. Das heißt, diese manche Leute reden da von Schlacke und Entschlackung, ne? Das ist jetzt ein Begriff, kann man darüber diskutieren. Wichtig ist, was damit gemeint ist. Also das heißt, dass diese Rückstände, diese Abfallprodukte, die tatsächlich beim Stoffwechsel entstehen, auch eben wieder entsorgt werden und dass der Körper da seine ganze Zellneubildung eben über Nacht wieder richtig ausüben kann. Dazu ist es eben wichtig, dass ihm genügend Mineralien und Spurenelemente zur Verfügung stehen. Ja, was kann passieren, wenn das nicht der Fall ist? Weil, wie gesagt, Säure bildet sich, Säure ist die Basis für sämtliche Krankheiten und das heißt, das werden wir dann auf Dauer merken, weil da geht es uns einfach nicht mehr gut. Und das kann auch dazu führen, dass wir ganz, ganz schlecht schlafen. Das heißt, wir schlafen zwar vielleicht, aber wachen am nächsten Tag in der Früh auf und fühlen uns dann im wahrsten Sinne des Wortes wie gerädert. Ja, und jetzt ist natürlich eine große Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt. Ja, jetzt habe ich eigentlich alles da gemacht. Ja, jetzt achte ich ja schon auf meine Ernährung. Jetzt schaue ich auch, was ich da kaufe. Aber ja, es ist halt nun mal so in den westlichen Industrieländern, auch vor allem in Deutschland, was habe ich denn da für Beschaffungsquellen irgendwie, ja, eigentlich komme ich da nicht wirklich an die Produkte, die ich brauche. Vor allen Dingen ist es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch so, dass ich mir das weder zeitlich noch finanziell überhaupt leisten kann, jeden Tag da diese hochwertigen Produkte zu kaufen und dann auch bei der Zubereitung da entsprechend darauf zu achten, dass ich diese Nährstoffe dann nicht abtöte und so weiter. Was kann ich denn jetzt da tun? Ja, da gibt es jetzt natürlich Möglichkeiten, über sogenannte Nahrungsergänzungsmittel hier den Körper ein bisschen zu unterstützen. Und da ist natürlich das Angebot riesig. Ja, also da muss man auch sagen, da sollte man sich vorab ein bisschen informieren, was man da tut, wenn man da was vorhat. Und da gibt es ein paar so grundsätzliche Dinge, auf die da mal prinzipiell zu achten sind. Also das eine, das ist immer ganz klar die Darreichungsform. Das heißt, also in welcher Form nehme ich es denn überhaupt zu mir? Ja? Sind das da irgendwelche Pillen, Kapseln, Presslinge, irgendwas, wenn man das schon mal mögen muss? Ja? Oder ist es vielleicht nicht eher flüssig? Ja? Also passt sich das eigentlich super meiner ganzen Nahrungsaufnahme an und vor allem auch, wie gut lässt sich überhaupt der Konsum
diese Mittelchen da in meinen normalen Tagesablauf oder in meinen Essrhythmus integrieren. Ja. Dann ganz klar, ganz wichtiges Thema, Qualität und Reinheit. Also da sollte ich auch unbedingt ein bisschen drauf achten, wo diese Dinge herkommen, auch wo sie verarbeitet und abgefüllt werden, ja, wie da die Verhältnisse sind und was da alles so reingemischt wird. Ja. Weil, sagen wir, wenn ich jetzt einfach nur die Verpackung tausche, ja, und dann trotzdem eigentlich wieder nur Zeug zu mir nehmen, was der Körper gar nicht braucht, ja, dann nützt es mal auch nicht viel. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt jetzt in diesem Zusammenhang, der Ursprung der Rohstoffe. Also wo kommen denn diese Rohstoffe her, die für diese Nahrungsergänzungsmittel da verwendet werden? Ja? Sind das irgendwelche, wie soll man sagen, synthetischen Produkte? Sind das irgendwelche, ich sage jetzt mal, künstlich hochgezüchteten Dinge, oder ist es vielleicht sogar gentechnisch verändertes Sojazeug da drin und weiß der Geier was? Also da durchaus mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja? Das kann nichts schaden. Dann, ganz wichtig, die Kombination. Ja? Also man stellt das ja immer wieder fest, dass also die lustigsten Produkte da angeboten werden. Ja, also was das bringen soll, also das, ja, also ich habe es noch nicht rausgefunden. Ja? Ja, wie gesagt. Da ist aber auch wichtig, wirklich darauf zu achten, dass das eben entsprechende Kombiprodukte sind, beziehungsweise sogenannte Gruppenpräparate. Ja? Bei vielen Mikronährstoffen ist es so, dass die Menge und die Verhältnismäßigkeit zueinander passen muss, ja, damit die überhaupt den gewünschten, sagen, Effekt erzielen können. Ja. Es ist jetzt nicht bei allen Stoffen so, dass das gefährlich ist, wenn man da so die falsche Kombination oder die falsche Menge verwendet. Aber es gibt schon manche, die also durchaus dann auch, sagen wir, negative Folgen oder unerwünschte Folgen haben können. Deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, ein bisschen darauf zu achten, eben, dass die Kombination der einzelnen Inhaltsstoffe da sinnvoll gewählt ist und eben, dass die Verhältnismäßigkeit zueinander stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang auch der Hinweis bitte, wenn man da Einzelpräparate nimmt, und da auch versucht, dann über einen gewissen Zeitraum mit einer entsprechenden Überdosierung zu arbeiten, bitte da keine Selbstversuche machen, immer unter ärztlicher Begleitung und Kontrolle, beziehungsweise vielleicht sogar in dem Zusammenhang sinnvoll, dass man zum Heilpraktiker geht. Die kennen sich da oft, gerade was diesen Bereich Ernährungsmedizin oder auch orthomolekulare Medizin betrifft, erzähle ich ein bisschen besser aus als so ein Allgemeinarzt. Heißt es nicht, dass die Ärzte da, wie soll man sagen, schlecht sind, um Gottes Willen, aber die haben halt andere Themenschwerpunkte. Und wenn es da in solche Details reingeht, dann schadet es auch nichts, wenn man da mal den Rat von Leuten einholt, die sich halt intensiver mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Dann ist natürlich auch wichtig, eben in dem Zusammenhang, die Dosierung und Dauer. Ja. Außer natürlich, also es handelt sich da wirklich um Produkte, die für die tägliche Nutzung konzipiert sind. Also da gibt es hervorragende Produktkonzepte. Wir beraten da auch gerne bei Bedarf, die also auf sowas ausgelegt sind, die also hervorragendste, wie soll man sagen, Referenzen auch haben, die hervorragende Resultate ergeben und wo also wirklich auch die Qualität entsprechend gewährleistet ist, ja, die überwacht werden und die vor allen Dingen auch in Deutschland produziert werden. Also die kommen dann nicht von irgendwo dann daher, sondern das sind wirklich durch und durch TÜV-geprüfte Qualität. Also das gibt's alles. Und ganz, ganz wichtig, in dem Zusammenhang auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten. Also man muss eben hier kein Geld beim Fenster rausschmeißen. Ja? Wenn man jetzt meint, ja, aber die sind aus Deutschland, das ist ja bestimmt teuer. Nee, das muss nicht sein. Ja? So, seine Produkte müssen nicht teuer sein. Die müssen in erster Linie qualitativ hochwertig sein, ja. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Interessanterweise ist es so, dass oft die Produkte, die da am teuersten sind, in diesem Bereich, qualitativ mal gar nicht so gut abschneiden, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut. Ja. Auch teilweise, weil, wie gesagt, die Kombinationen der einzelnen Stoffe, die da drin sind in diesen Produkten, teilweise Fragen aufwerfen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Da gehen wir gerne im detaillierten Gespräch dann drauf ein, wenn jemand das wünscht. Ja, das heißt also, jetzt hat die große Frage, ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Panik gemacht, ja. Ja, natürlich nicht, Gottes Willen, geht überhaupt nicht darum, hier Panik zu verbreiten. Es geht wirklich darum, einfach
für das Thema zu sensibilisieren. Und das ist natürlich jetzt klar. Deswegen haben wir jetzt hier zum Ende des Videos noch eine ganz, ganz gute Nachricht für alle, die das da interessiert. Das heißt, ist eine gesunde und ausgewogene, auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmte Ernährung überhaupt ohne enormen Aufwand möglich? Ja, die gute Antwort ist ja, das ist es. Ja. Es gibt da Möglichkeiten, ja, eben die Ernährung zu optimieren, den Darm zu schützen und das Wohlbefinden und die Gesundheit eben zu erhalten und zu fördern. Nur dazu muss man halt wissen, auf welche Punkte da zu achten sind, ja, was man da tun kann und wo man halt dann auch gegebenenfalls eben die entsprechenden Produkte da bekommt. Das ist jetzt natürlich auch ein Thema, wo Seventy Surf dann gerne unterstützt. Ja. Das heißt, wir sind in der Lage, hier eine tatsächlich fundierte Ist-Analyse der jeweils individuellen und tatsächlichen Ernährungssituation zu machen. Und die Zielsetzung ist natürlich eben da Fehler zu erkennen, Belastungen zu minimieren und benötig sich selbst und dem eigenen Körper zu helfen. Das stehen wir eben gerne zur Verfügung. Ja, man kann jetzt da noch weiter auch ins Detail gehen, dann, je nachdem, also was man halt davor hat. Ja. Das heißt, wir können natürlich auch richtig intensiven Vitalcheck dann anbieten. Das heißt, wir können auch verschiedene Messungen machen, ja, am Körper, um wirklich auch jetzt sozusagen die Situation nicht nur jetzt qualitativ zu analysieren, sondern auch dann tatsächlich quantitativ zu erfassen. Also wie schaut es da aus jetzt? Und ja, das bietet man, das kann also jeder tun, wenn er möchte. Einfach uns Bescheid geben, dann kommen wir vorbei und unterstützen. Wichtig ist jetzt natürlich immer, deswegen dieses Zitat auch von Mahatma Gandhi, ja, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ja. Also wichtig ist, man muss natürlich selber auch das wirklich wollen. Also das nützt nichts, wenn man jetzt da sagt, jetzt muss ich da, jetzt sozusagen ein Zwang irgendwie auf sich selbst ausübt oder vielleicht auf andere. Ja. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Grundding bei uns. Ja. Also wir halten, ich sage mal, die Tür auf, ja, aber durchgehen muss jeder selber. Ja. Also wir missionieren nicht. Ja. Das heißt, wir legen auch wirklich keinen großen Wert hier auf irgendwelche Diskussionen. Ja. Wir bieten da, wo wir uns auskennen, unsere Hilfe und Unterstützung an. Die kann jeder für sich in Anspruch nehmen, wenn er das möchte. Ja. Aber ja, mehr, sei es mal im Grunde genommen auch nicht. Ja, natürlich freuen wir uns über jeden, der jetzt beginnt, sich über diese Themen einmal zu informieren, ja, und sagt, nee, also das hat mir jetzt doch ein bisschen eine andere Sichtweise auf diese Thematik da eröffnet. Jetzt habe ich aber da viele, viele Fragen. Ich möchte jetzt da schon ein bisschen mit euch diskutieren, weil, ja, nicht weil ich das in Frage stelle, was ihr macht, ja, sondern einfach, weil ich da mehr Informationen brauche. Ist natürlich kein Problem. Ja. Das ist jetzt was, da stehen wir auch gerne zur Verfügung. Und zwar haben wir hier so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, so eine Kurzanalyse. Das sind einfach so 8 Fragen da, die sich jeder mal für sich selbst einfach beantworten kann. Das kann er kostenlos bei uns bekommen, dieses Sheet. Ja. Da kann man sich mal für sich selbst einfach erstmal so ein kleines Bild machen. Sagen, okay, wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Ja, und auf Basis dann halt von diesen Ergebnissen, also da kann man nur Ja oder Nein ankreuzen. Ja, das ist also nichts Dramatisches. Dann eben schauen, dass man in dieses Gespräch geht. Und im zweiten Schritt kann man dann eben, wenn man will, schon so ein bisschen ins Detail gehen. Da machen wir das dann ausführlicher. Ja. Da beschäftigen wir uns dann und da reden wir dann auch drüber. Da, natürlich, da diskutieren wir dann, da schauen wir uns an, ne, wie ist das hier zu verstehen. Auch wieder mit relativ einfachen, wie soll man sagen, Fragen, erstmal Ja oder Nein, ne, einfach nur zu klären. Und da geht es jetzt auch gar nicht, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, es geht hier nicht um richtig oder falsch. Ne. Das ist mir das Allererste, das ganz Wichtige. Ne. Wir tun hier nicht be- oder verurteilen, wir tun analysieren. Ne. Das heißt, also es ist nicht hier richtig oder falsch, ja, sondern nur wahr oder nicht wahr. Ja. Das ist einfach, da muss auch jeder ehrlich zu sich selber sein, damit er da, ich sage mal bayerisch, auf den grünen Zweig kommt. Ja. Da geht es wirklich darum, einfach die Ist-Situation mal zu analysieren. Ja. Und auf Basis dieser Analyse kann man eben dann schauen, macht es Sinn, dort irgendwelche Schritte zu gehen und wenn ja, welche. Ja, das war's. Sozusagen an dieser Stelle.
Alles Weitere, wie gesagt, gerne Anfrage im persönlichen Gespräch. Und natürlich könnt ihr euch viele, viele weitere interessante Videos jederzeit hier auf unserem Kanal anschauen. Kontaktdaten sind wie immer eingeblendet. Und ja, dann bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal.